Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosoctel Minecraft. Hier an diesem schönen Animal Beach. Irgendwie werden das immer mehr Animals. Schaut mal, wie viele Kühe da jetzt sind mittlerweile. Also langsam mache ich mir echt Sorgen. Das ist schon ein bisschen komisch. Und im Hintergrund hört er schon den schwefelverseuchten, mit Teer getränkten Herrn aus der Hölle. Den Herrn Lucifer. Hallo, Luzi. Ja, ja, hi. Heide, heide. Wie geht's dir? Oh, die Antwort ist, glaube ich, perfekt. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen für Luzi eindeutig einen Hustensaft oder sowas. So die Familienflasche. Tee. Oder Tee. Oder Klosterfrau Melissengeist. Und ich habe hier noch Holunderblüten-Sirup. Oh, Holunderblüten. Oh. So wird ein Sekko, wa? Nee. Nee. Dann hast du einen Hugo. Aber nicht den Egon Balder. Bah, Hugo. Gibt's den eigentlich noch? Hugo, Egon Balder? Ja, aber ja? Der ist aber ganz schön alt. Ja, ja, der sah ja schon damals nicht mehr so frisch aus, oder? Aber trotzdem hat man ihn damals gerne gesehen. Ja. Selbst die ganz komplizierte Gaming-Show mit ihnen, wo keiner die Länderpunkte verstanden hatte. Und das war nicht der Euro-Song-Contest. Das war nicht der ESC mit den Länderpunkten. Das war was anderes, liebe Jungs und Mädels da draußen. Manuzi? Das waren andere Länderpunkte, ne? Ja. Aber die Kandidaten haben die nie wirklich verstanden, ne? Die Länderpunkte, wie die verteilt wurden, ne? Was willst du denn da verstehen? Jetzt mal ohne Witz. Naja. Aber darum ging's ja eh nicht, wa? Nee. Nee, nee, darum ging's nicht. Es ging ja nur darum, dass man genug Früchte hat. Immer. Ja. Jetzt wundern die Leute sich, was erzählt ihr da? Länderpunkte, kein ESC? Geht's da um Gemüse oder was, ey? Aber ganz junge Zeug, euch, liebe Leute. Ja, ja. Hugo Egon Balder. Eieieiei. Also auch so ein Phänomen, so der 90er Jahre, war so. Beginn der sozusagen der privaten Fernsehwelt. Ja? Damit hat das übel begonnen, wa? Wobei damals war das noch amüsant, unterhaltsam. Da wusste man, dass es Blödsinn war. Heutzutage wollen die ja einen irgendwas für durchaus was Wertvolles verkaufen und das ist der größte Mist. Das ist das Problem, wa? Ja, leider, leider. Naja. Einer der Gründe, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr dem deutschen Fernsehprogramm als solches folge. Ja. Weißt du, was ich nur noch mache? Was denn? Entweder zock ich selber was, anstatt am Fernsehen zu gucken, oder ich guck YouTube. Das ist eigentlich dasselbe. Nö, das eine ist ein bisschen berieseln lassen und das andere ist selber aktiv was machen. Oder ich gucke Twitch. Genau. Ja. Ja, gibt's sogar einen Twitch-Kanal, da gucke ich öfters rein. Sogar ulkerweise sehr regelmäßig. Und derjenige ist immer sehr fasziniert davon, dass ich immer da anwesend bin und ihn ulkerweise nicht abonniert habe. Und das habe ich auch. Nee, das habe ich aus einem einfachen Grunde nicht gemacht. Weil er selber auch mal gesagt habe, und das stimmt auch irgendwie so ein bisschen, gerade auch bei Twitch, da kommen immer manchmal so Leute im Channel rein. Oh, so ein toller Kanal, du hast Potenzial. Bumm, abonnieren. Ein Tag später hast du nie wieder gesehen. Ja. Jo. Das ist ein Ding, wa? Aber man, ich kann mir so vorstellen, die haben so locker 200, 300 Kanäle abonniert, wo sie überall geschrieben die haben, oh, ich finde dich toll, du hast Potenzial. Mhm. Und dann siehst du die nie wieder.
Ja, das ist meistens so, das sind alles komische Leute. Heutzutage sowieso alles nur komische Leute. Komische Leute, die haben einen Clown hier frühstückt. Clowns. Und so. Wobei, Clown, ich mag Clowns nicht, ich finde die unheimlich. Also es gibt nichts Schlimmeres als Clowns. Obwohl, Rangliste von Fürchterlichkeiten in Horrorfilmen, Spielen oder Büchern. Platz 1. Kinder. Was? Kinder. Kinder. Kinder in Horrorfilmen, Spielen, Büchern oder sonst wo. Also was mit Horror zu tun hat, Kinder ist so das Schlimmste, was man machen kann. Platz Nummer 2. Clowns. Boah, Clowns gehen gar nicht. So und viele Filme gibt es jetzt nicht mit Clowns. Naja, die es gibt, die reichen, glaubt. Die es gibt, die reichen. Mein persönlicher neuer Platz Nummer 3, da war nämlich vorher was anderes gewesen, sind Schaufensterpuppen, die einfach nur dastehen. Ich sage nur Thief 3. War das 3 der neue? Der aktuelle? Ja, Thief 3. Ich spiele das ganze Spiel so ein bisschen locker. Auch schöne Atmosphäre, toll. Heiti, heiti. Und dann kommt man dann in so einen Abschnitt. Ich will ja nicht allzu viel spoilern für die Leute, die das noch nicht gespielt haben, ne? Da kommt aber so ein Abschnitt und dann hat man da so Puppen. Schaufensterpuppen. Und die stehen da einfach so. Und da drehe ich mich harmlos um. Luzi, ich drehe mich ganz harmlos um. Ja. Allein die Soundkulisse ist schon so gänsehautreibend. Ich gehe mal schon Richtung Bett. Ist so gänsehautreibend. Drehe mich ganz harmlos um. Oh, da ist nichts. Und drehe mich zurück. Und dann stand auf einmal diese scheiß Schaufensterpuppe da vor mir. Passiert? In dem Moment habe ich sie ausgemacht. Ich habe noch nie, und zwar wirklich noch nie, irgendein Computerspiel ausgemacht, weil ich mich erschrocken habe oder sonst was. Aber diese Schaufensterpuppe, das war zu viel. Hat's gepackt. Ja, die Schaufensterpuppe hat's gepackt. Die hat nicht geschrien, die hat sich nicht bewegt. Die stand einfach da. Die hat einfach nur da gestanden. Die hat nichts gemacht. Von der Schaufensterpuppe selber ging auch noch nicht mal eine Gefahr aus. Gar nichts. Die hat einfach nur da gestanden. Aber so die Atmosphäre mit der Soundkulisse und allem drum und dran, die stand einfach da. Und das hat gereicht. Das war schlimm für mich. Und seitdem kann ich Schaufensterpuppen mehr... Schaufensterpuppen, ey, ja nicht. Also wer Schaufensterpuppen erfunden hat, der könnte mal sozusagen, wie der Luzi immer so schön sagt, irgendwo mal bitte hin, sowieso, ja. Ja, aber... Sagen wir so, wenn man halt auf das Genre nicht steht, dann ist es klar, dass man die Kategorien nennt. Aber da ich das Genre schon seit je und je kugel, du... Ja, du bist abgehärtet, das wissen wir. Ja, ja. Das ist eigentlich... Für dich ist ja sowas wie Kinder des Zorns ein Witz. Ja, das ist Kindergarten, das ist nicht nur Kindergarten. Das ist Teletubbies. Oh, das ist... Nee, wie hast du gesagt immer so? Das ist ja Methadon für Horrorfreaks. Ja. Ich mag ja dieses Wort neuerdings, nachdem du das mit dem Messer erzählt hattest. Seitdem feiere ich das Wort. Wo du gesagt hast, so ein Buttermesser ist Methadon für Serienkiller. Ja, komm. Ich fand das so geil, den Spruch. Ich hab so gefeiert. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich stich dich ab und holt ein Schweizer Messer raus. Alter, komm. Alter, weißt, oder holt so ein Springmesser raus, weißt, wo die Klinge, sag ich mal, über deine Hand geht. Sag ich schon, Alter, komm, pack den scheiß Zahnstocher, ey, komm.
Mach dich doch nicht einfach jetzt lächerlich. Ich hab, wie gesagt, ich hab das gefeiert. Also, wie du gesagt hast, der Methadon für Serienkiller. Ich fand das so geil. Ja. In dem Moment, also, wenn ich da eine Facecam gehabt hätte, Luzi, also, das wäre das epische Grinsenbild überhaupt. Ja, das hab ich gefeiert. So. Das hab ich echt gefeiert. Das geht gar nicht. So, für die Leute, die sich wundern, warum ich jetzt hier oben rumbuddel und nicht direkt da unten beim Strand beziehungsweise beim Hafen baue, das liegt an meinem Perfektionismus. Ich muss hier noch ein bisschen was an der Höhe hier oben ändern, damit das unten nicht bescheiden aussieht. Ja, Luzi, das ist mein blöder Perfektionismus, der mir mehr Arbeit aufbürdet, als eigentlich nötig wäre. Ja, das ist ja dein Bier. Das nee, ja das ist kein Bier, dazu. Wobei ein Bier jetzt nicht schlecht wäre. Oh, so ein schönes, anständiges Bier. Jetzt, wo es langsam wärmer wird, kriegt man mal Appetit auf sowas. Ah. Ein Appetitsbier. Nur eins. Nicht zwei, nicht drei, nur eins. Also ich habe in einem schrägen TV gehört, dass ab nächste Woche, sage ich mal, gut Bierkette besucht sind. Naja, bei dem Wetter jetzt, hallo. Nee, nicht jetzt, ab nächste Woche. Ja, ja, und das geht jetzt so langsam los. Ja, ja, klar. Das ist normal. Aber so Biergarten wäre für mich überhaupt nichts. Das ist so ein Ding, was ich nicht verstehe. Kneipe oder Biergärten, das verstehe ich nicht. Da zahlst du für ein Bier 3 Euro? Ist das ja nicht mal. Also jedenfalls viel Geld. Für das gleiche Bier, was du so beim Kaufhaus deines Vertrauens bekommst, ja? Wo du die ganze Packung holen kannst, ja? Das verstehe ich nicht. Da holst du lieber selber Bier, kühlst das ein bisschen und gehst in den Garten oder auf den Balkon. Und hast noch nicht mal die nervenden Leute um dir herum. Ja, das ist eine andere Sache. Aber wenn man das halt mag noch mehr Leute um sich rum habe, dann ist ein Bier gerade eigentlich gut. Dann da kann man sich nette Leute einladen. Ja. Das ist doch noch viel schöner. Ein paar nette Leute einladen, ne? Wo man sagt, oh, ich lade dich heute mal zu netten Bierchen ein. Das ist A, günstiger nochmal. Selbst wenn du den Leuten das einfach mal spendierst, die freuen sich dann auch und dann machst du schöne nette Gespräche. Ja, das ist eine andere Sache. Ja, das ist es dann, ne? Aber na gut. Wobei mittlerweile, das ist auch so eine interessante Studie, fand ich zumindest sehr interessant, dass die Leute, die in Kneipen gehen, so langsam aussterben. Es werden immer weniger. Kneipen ja, sind natürlich. Als solches nicht mehr gefragt. Ja, eher so Schickimicki-Läden. Ja, zum einen das eher. Oder was ich auch mir noch gönnen würde, weil der Aufwand zu Hause ist einfach enorm. Schöne Cocktailbar. Ja. Das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, kann ich verstehen. Weil da musst du wirklich eine Menge Zeug zu Hause vorrätig haben. Hat man nicht immer. Geht nicht immer. Richtig. Das Mischen selber, wenn man alles hat, ist ja auch jetzt nicht so das Schlimmste. Wie gesagt, da habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung. Aber du musst ja wirklich jeden Driss zu Hause haben. Ne? Das ist... Ja, ist ja nie einfach. Also. Liköre, Sirup, ja. Alkohol, Früchte, jo. Deko. Ja. Und wenn du dir nochmal ein Getränk machst die Woche oder so, weil du einen Appetit drauf hast, musst du ja immer alles vorrätig haben, dann kannst du den Rest immer wegmachen, weil das auch irgendwann nicht mehr toll ist. Allein die Früchte. Ja. Ja, dann musst du eigentlich, so gesagt, eigentlich anderweitig verarbeiten. Obstsalat draus machen oder sowas. Das aus deinen Munden, Obstsalat. Luzi. Ja, wenn du zu viel von was hast, dann tue ich das auch gleich mal direkt noch verwerten oder nicht. Ah, ja.
Nö, natürlich nicht. Was siehst du? Ich bin ja kein reicher Erbssohn. Erbsensuppe. Ich schmeiß das auch nicht, ich schmeiß sowas auch nicht weg. Nö. Ich verwerte das. Jo, ist doch richtig. Das ist ja Quatsch. So, ich glaube, ich muss mir eine neue Schippe holen, sonst komme ich ja echt nicht voran. Aber das Gröbste ist weg, jetzt sieht das nicht mehr so schlimm aus. Da kann ich die Grasnarbe weglassen. Dann sieht man auch, dass der Berg ist. Das ist schon ganz okay. Hier werde ich noch ein bisschen rendern. Also hier so Pseudo-Rendern. Das heißt, ich werde mir hier noch eine Flachung reinziehen. Ich werde mir aber auf alle Fälle diese Sandsteine daraus holen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und hier kommt ein kleiner Zaun hoch. Hier ist eine Terrasse drauf. Na, das Ganze wird ganz nett gemacht. Hier kommt eine kleine Treppe runter. Oder hier. Mach ich ein bisschen mit Abstand. Nö, mal sehen. So langsam wird's. Kann man sich das langsam ein bisschen vorstellen. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen Material abliefern. Ich sehe auch, dass ich wieder Hunger habe. Oh, wieder Hunger. Und überall die Tiere hier. Die irritieren mich. Der hatte schon fast Qualität, aber nur fast. So 2%. Gut. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Erde. Luzi, ich habe mir übrigens mal gefragt in der Minecraft-Folge, wo du nicht dabei warst, wo ich gerade beim Thema Erde bin. Warum heißt es auf Deutsch Erde? Also ist ja was Positives. Und im Englischen heißt es einfach Dirt. Was Dirt ist ja eigentlich eher ein bisschen negativ behaftet, das Wort. Was weiß ich? Hast du also auch keine Ahnung, schade. Weil du spielst ja auch Dirt 3 oder wie das Spiel heißt zum Beispiel. Dirt? Achso, ja. Ja, ja, ja. Autorennspiel, ne? Ja. Wobei das eigentlich sehr wertvoll ist, weil darauf wächst ja alles, ne? Eigentlich, so gesehen, ist es ja eigentlich eher wertvoll, weil da alles Mögliche mit drauf wächst. Keine Ahnung, warum die das so bezeichnet wurden. Gute Frage, oder? Ja. Weil ich finde es manchmal interessant, wie irgendwelche Wörter oder Ketten dazu sozusagen entstehen, Gedankenketten und so weiter. Kann ich mich manchmal richtig stundenlang mit beschäftigen, macht Laune. Aber zum Thema Dirt und Erde bin ich noch nicht zu gekommen. Ich wollte zwar nachgucken und ein bisschen gucken, was Sache ist, aber irgendwie habe ich es da nicht hingekriegt. Es wundern sich alle wieder, warum buddelt der hier rum? Ganz einfach, das hat wieder mit einem Anti-Aliasing zu tun. Also Kantenglättung. Habe ich euch in der Minecraft-Folge gezeigt, was Anti-Aliasing ist. So, sollen wir hier so nah nochmal die Stufung hier reinbringen, bis dahin ungefähr. Dann können wir hier die rausziehen. Und dann haben wir hier schon langsam so ein bisschen adäquaten Strand. Ja, wir können ja gleich wieder schlafen gehen. Ja, ja, die Zeit hier rennt in Minecraft, das ist der Wahnsinn. Ich bin sogar schon fast am überlegen, ob ich so einen Time-Mod irgendwo mal gucke, wo ich die herkriege. Dass man längere Tage hat und etwas kürzere Nächte. Wobei, das Problem ist nachher, da muss man dauernd umstellen, wenn man Nächte braucht. Ja, aber wir bauen ja jetzt eigentlich erstmal jetzt in erster Linie. Naja. Deswegen wäre eigentlich angebracht, den Server eigentlich so einzustellen, dass er jetzt erstmal permanent Tag hat. Naja. Aber eine positive Sache hat das ja. Das Bett jagt uns direkt zur Sendepause hin. Weil er hob. Genau. In dem Sinne euch, liebe Leute, ganz pünktlich heute. Ha? Einen schönen Tag. Bis morgen. Cheerio. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.